Ich denke, wir sind mit großen Erwartungen in die Saison gestartet, sodass wir ein klares Ziel hatten. Wir wollten vorne mitspielen, respektive Meister werden. Das haben wir mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung haben wir das geschafft. Und wir waren, glaube ich, seit dem 7. Spieltag Tabellenführer und haben diese Tabellenführung bis zum Schluss verteidigt. Ich denke, wir sind verdientermaßen Meister geworden, auch wenn die Konkurrenz relativ groß war. Aber wir haben den wichtigen Spielen die Big Points eingefahren und dementsprechend dann auch verdient den Meistertitel. Ach, in der Junioren-Bundesliga werden wir eine ganz andere Rolle spielen. Da geht es nicht um die Meisterschaft, da geht es lediglich darum, den Abstieg zu vermeiden, weil die Liga ist mehr als eine Liga höher einzusiedeln von der Qualität als das, was wir bisher gespielt haben. Die Mannschaft wird sich komplett verändern. Es bleiben nur 5 Spieler aus dem letztjährigen Kader, aus Alters- oder Leistungsgründen. Dementsprechend stellen wir eine komplett neue Mannschaft zusammen. Und da müssen wir erstmal am 6. Juli mit der Vorbereitung beginnen und dann sehen, was die Vorbereitung, sprich die neue Runde, bringt. Also ich denke mal, Negatives hatten wir jetzt nicht so viel. Ich denke mal, wir hatten vieles Positives, auch jetzt mit dem Bau von dem neuen NLZ hatten wir viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Wir waren immer ein Team, wir hatten immer das Ziel aufzusteigen, das hat man von Anfang an gemerkt. Und auch die, wo letztes Jahr dabei waren, da haben wir im letzten Spiel sind wir gescheitert im Aufstieg und man hat schon gemerkt, dass jeder will. Ja, wir wollten auf jeden Fall oben mitspielen und haben es dann auch während der Saison gezeigt. Wir haben uns auch jetzt zum Ende hin jeder dieses Jahr weiterentwickelt von der Mannschaft und hatten auch hier gute Möglichkeiten diese Saison mit dem NLZ, wo gebaut wurde. Und ja, wir haben unser Ziel erreicht und sind alle glücklich. Ja gut, der Württembergische Fußballverband ist natürlich stolz, dass er so eine Mannschaft und vor allem so einen Verein wie hier, der FC Heidenheim, hier hat und wir sind froh, dass die Bundesliga geschafft haben und dass sie sich da oben auch halten und wird schwer genug, sage ich einmal, ja. Und, aber ich bin da zuversichtlich. NBW, Energie braucht Impulse.